Wir treffen heute einen Mann, der normalerweise gar nicht so im Rampenlicht steht. Denn er hilft mit seinem Job eher anderen dabei, erfolgreich zu sein. 10 Fragen an einen Ghostwriter. Mein Name ist Daniel Wichmann. Ich bin seit mehr als 25 Jahren freiberuflicher Autor. In der Zeit habe ich ziemlich viele Bücher geschrieben. Es müssten, glaube ich, mehr als 30 gewesen sein. Einige unter meinem Namen, einige unter Pseudonym und einige auch für andere Menschen, wo mein Name überhaupt nicht auftaucht als Ghostwriter. Aufgewachsen bin ich in Berlin. Ich bin dann aber zur Deutschen Journalistenschule nach München gekommen, habe dann auch Kommunikationswissenschaften studiert. Und nach dem Studium bin ich eigentlich dann sofort in das Schreiben reingerutscht und in die Selbstständigkeit. Und so ist es bis heute geblieben. Das ist im Grunde genommen mein Büro und ist auch wirklich, was ich an meiner Arbeit am meisten liebe, dass ich überall arbeiten kann, dass ich im Grunde genommen fast nichts weiter als, und das bringt mich zu einem zweiten Gegenstand, einen Zugang zum Netz brauche. Und wenn ich den habe, dann bin ich eigentlich so gut wie arbeitsfähig und kann alles machen, was ich gerne mache und was ich machen muss. Ebenfalls ganz wichtig natürlich das Mobiltelefon, das Kamera ist, um Eindrücke, Szenerien festzuhalten, das aber auch eben Diktiergerät ist, um Gespräche aufzuzeichnen, was besonders wichtig ist. Und natürlich Termine machen, unverzichtbarer Begleiter, wunderbarer Alleskönner, ohne den ich mittlerweile nicht mehr leben könnte. Wenn es laut wird, und das wird's, ist es in Pandemiezeiten in einer Wohnung mit Homeoffice ziemlich oft passiert, dann helfen Noise-Canceling-Kopfhörer, die mir wirklich bei vielen Projekten das Leben gerettet haben. Und auch manchmal im Büro, wenn man da sitzt und Bauarbeiter nerven vor der Straße, dann sind sie unverzichtbar. Ganz wichtig für mich natürlich das Thema Kaffee. Es sind 4, 5, 6 am Tag, zu jeder Zeit, abends, morgens, mittags. Ich kann Gott sei Dank immer Kaffee trinken. Schlaf danach auch noch gut und genau, immer wenn ich eine Pause brauche, dann findet sie eigentlich meist mit einem Kaffee statt. Warum schreibst du Bücher als Ghostwriter? Ich schreibe Bücher als Ghostwriter, weil manche Menschen eine sehr, sehr schöne Geschichte erlebt haben beziehungsweise in sich tragen, aber selber nicht schreiben können und dabei dann halt ein wenig Hilfe brauchen und immer dann komme ich ins Spiel. Wie viel Hilfe jemand beim Schreiben seines Buches braucht, das hängt wirklich immer von der Person ab. Es gibt Menschen, die haben bereits sehr, sehr konkrete Vorstellungen im Kopf. Und da bin ich wirklich nur sozusagen ausführendes Werkzeug. Die haben wirklich eine Gliederung, die haben die Inhalte alles schon da. Sie können aber eben selber nicht schreiben oder unbedingt formulieren oder haben darauf auch mitunter keine Lust. Und dann ist das halt die Aufgabe. Manchmal kann es aber auch sein, dass Leute einfach eben eine spannende Geschichte erlebt haben. Und wo es aber auch noch darum geht, wirklich sehr, sehr viel stärker mit ihnen herauszufinden, was diese Geschichte bedeutet, diese Geschichte einzusortieren, einzuordnen, vielleicht auch in den größeren Kontext zu stellen. Und dann ist es manchmal auch ein bisschen mehr Arbeit. Also finden dann sehr, sehr viele Gespräche, Interviews statt, wo wir einfach sehr lange uns über die Geschichte unterhalten und wo die Geschichte dann im Laufe der Gespräche auch immer größer wird und oft größer, als es den Leuten vielleicht auch eigentlich bewusst ist. Eines der Bücher, das ich gemacht habe, war das Buch Rainer Wein zusammen mit dem Thomas Hertlein. Und die Zusammenarbeit kam auf ganz interessante Art und Weise zustande. Wir hatten Jahre davor mal zusammen ein Interview für ein ganz anderes Projekt miteinander geführt, das ihm in so guter Erinnerung geblieben ist, dass er, als er vom Verlag gefragt wurde, ob er nicht ein Weinbuch machen möchte, gesagt hat, ja, würde ich gern machen und ich brauche aber Hilfe dabei. Und er hat sich dann an mich erinnert und dann hat der Verlag mich angefragt. Und da Wein eh eins meiner absoluten Lieblingsthemen ist, habe ich spontan zugesagt. Ansonsten habe ich auch Bücher vor allem im Sportbereich schon betreut. Da ging es
um ein Trainingsbuch im Bereich Fußball, wo Trainer sich sehr, sehr gut mit Fußball auskannten, aber eben auch nicht so die richtige Lust hatten, das zu formulieren, beziehungsweise einfach Hilfe gebraucht hatten, das entsprechend zu gliedern und zu sortieren. Anderes Thema, was war ein... War das ein Bundesliga-Trainer? Nein, das war ein, das war eine, na, wenn ich jetzt Fußballschule sage, dann weiß man schon, wer es war. nein, es war ein, das waren Menschen, die in der Ausbildung, in der Fußballausbildung tätig sind. Ansonsten kommt es oft vor, dass man natürlich semi-prominente oder halb-prominente Leute begleitet, beispielsweise Personen, die in Social-Media-Kanälen eine etwas größere Fanbase schon aufgebaut haben und die dann zu dem Thema, das sie dort bespielen, eben vielleicht auch ein Buch als Ableger haben wollen oder produzieren wollen, um auch da natürlich ist ein schönes Vertriebstool, aber es ist auch für die Community natürlich immer ein schöner Mehrwert, nicht nur die kurzen Inhalte zu haben, sondern eben auch nochmal so ein anderes Format auch zum Weiterverschenken zu entwickeln, die das dann machen und wo das für den Verlag dann natürlich auch immer ein Geschäft ohne größeres Risiko ist, weil sie eben wissen, die Person bringt eben schon eine gewisse Anzahl an Fans mit und dann wird sich das Buch schon einigermaßen verkaufen. Hast du schon einmal bereut, dass dein Name nicht auf einem Cover stand? Ehrlich gesagt nicht, weil ich glaube, dass es als Ghostwriter ist es extrem wichtig, uneitel zu sein. Ich bin mittlerweile nicht mehr eitel oder war es, glaube ich, noch nie. Ich muss meinen Namen nicht irgendwo gedruckt sehen. Das ist nicht das, was mich antreibt. Ich freue mich wirklich immer, wenn der Autor, für den ich ein Buch mache, zufrieden ist. Beziehungsweise ich muss selber zufrieden sein mit dem, was ich gemacht habe. Und das ist wirklich das, was mich antreibt. Und ob da mein Name draufsteht oder nicht, das ist mir herzlich egal. Wenn Stars einen Ghostwriter haben, ist das Betrug an den Leserinnen. Ist natürlich nicht. Ich glaube, es geht darum, eine Geschichte zu erzählen. Und wer die dann letztendlich erzählt, das spielt letztendlich keine Rolle. Und keiner von uns kann alles. Und wenn sich jemand Hilfe holt bei einem Thema, wo er sich selber ein bisschen unwohl fühlt und wo er sich nicht so sicher fühlt, dann ist das in meinen Augen kein Betrug. Ich finde auch immer sehr anstrengend, wenn Politiker dafür herangezogen werden, dass sie in ihren Dissertationen oder Arbeiten möglicherweise ein bisschen mehr kopiert haben. Ich würde mir wünschen, also was halt natürlich wichtig ist, ist, dass man tatsächlich noch selber formuliert. Das wäre schon hilfreich. Also in dem Moment, wo einer tatsächlich mit Copy-Paste gearbeitet hat, dann funktioniert das nicht. Ein Ghostwriter, der das tun würde, der tut sich auch keinen Gefallen, tut dann auch sozusagen demjenigen, für den er arbeitet, keinen Gefallen. Ich glaube, da geht es dann eben auch tatsächlich darum, dass man eben ein Gefühl für den Menschen entwickelt, für den man arbeitet, für den man schreibt. Und mir geht es jedenfalls so, dass ich wirklich immer in der Regel hinter die Geschichte trete. Also es geht nicht darum um mich, also ich formuliere da auch nicht, sondern ich versuche mich schon auch auf die Person einzulassen, auf seine Geschichte einzulassen und dann diktiert auch sozusagen die Geschichte die Art und Weise, wie ich es schreibe. Wenn ich selber dieselbe Geschichte schreiben würde unter meinem Namen, dann würde sie vollkommen anders funktionieren, dann hätte ich auch einen ganz anderen Zugang dazu und deswegen sehe ich das nicht als Betrug am Leser. Hast du es schon mal bereut, ein Projekt angenommen zu haben? Wenn ja, warum? Es kommt manchmal vor, dass ein Projekt sich im Prozess der Produktion einfach anders entwickelt, als man sich das vorgestellt hat. Manchmal stellt man fest, dass die Chemie nicht stimmt, dass die Zusammenarbeit nicht in dem Maße funktioniert, wie man sich das vorstellt. Bei einem Ghostwriter-Projekt ist es extrem wichtig, dass beide Seiten sich verstehen, dass beide Seiten auch das nötige Vertrauen zueinander haben. Und es geht wirklich sehr viel über Empathie. Wenn sich diese Chemie nicht einstellt oder wenn die gestört ist,
dann kann es mitunter schwer werden. Also wenn ich persönlich kann dann auch immer ein, zwei Schritte zurückgehen und verstehe mich dann auch tatsächlich als Dienstleister, der sozusagen das macht, was in dem Moment der Auftraggeber, sprich der eigentliche Autor, haben möchte, auch wenn ich das dann vielleicht nicht teile oder wenn ich das für falsch halte. Und wenn sozusagen die Themen, die ich für falsch halte, zu viel werden in einem Projekt, dann macht es natürlich nicht so viel Spaß. Was kostet es, ein Buch von dir schreiben zu lassen? Hast du ein regelmäßiges Einkommen? Wie viel es kostet, das hängt tatsächlich von Fall zu Fall ab. In der Regel bekommt man einen Vorschuss. Der ist tatsächlich zu verhandeln und hängt wirklich vom Aufwand ab. Das kann ganz, ganz unterschiedlich sein. Deswegen mag ich da gar keine konkrete Zahl nennen. In der Regel ist auch noch eine Erfolgsbeteiligung am Verkauf dabei. Was in dem Moment schön wird, wenn man sehr, sehr viele Projekte bereits als Ghostwriter betreut hat, weil dann tatsächlich im Laufe der Jahre sozusagen ein regelmäßiges Zusatzeinkommen entsteht, über das man sich immer wieder freut und das immer wieder unterschiedlich ausfällt und für das man halt nicht mehr arbeiten muss. Und das ist natürlich immer ganz angenehm. Ansonsten kommen eigentlich immer wieder neue Projekte rein und ich kann nicht über Auslastung klagen. Was wäre dein Ghostwriter-Traumprojekt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da ich eben sehr vielseitig interessiert bin, kann ich es gar nicht so richtig eingrenzen. Aber es gäbe sehr, sehr viele spannende Menschen. Ich glaube, ich würde tatsächlich gerne noch mal eine Biografie schreiben. Also bisher war ich vor allem im Bereich Sachbücher tätig und eine richtige Biografie war in dem Sinne noch nicht dabei. Und ich glaube, eine richtige, also eine schöne Biografie, das würde mich schon mal reizen, wo man wirklich auch es vielleicht schafft, jemanden in einer Art und Weise zu öffnen, wie er das sonst und bisher noch nicht getan hat. Erstaunlicherweise, ich würde wahnsinnig gerne, glaube ich, eine Biografie von Angela Merkel schreiben. Das ist eine Person, die mich extrem interessiert, die ich auch teilweise kritisch sehe, aber die mich trotz alledem extrem fasziniert und wo ich einfach wahnsinnig viele Fragen hätte, wo ich aber auch unsicher wäre, ob sie diese überhaupt beantworten würde. Daher eben das Interesse, ob man es schaffen würde, ein Vertrauensverhältnis zu so jemandem aufzubauen, dass er sich eben auch tatsächlich öffnen kann und dass er eine Ehrlichkeit in so einem Buchprojekt an den Tag legt, die man vorher vielleicht noch nicht hatte. Der größte Erfolg ist für mich tatsächlich der, dass ich seit mehr als 25 Jahren vom Schreiben leben kann. Also das ist ein extrem großer Luxus. Ich bin selbstständig. Ich kann mir meine Zeit relativ frei einteilen. Ich habe die Möglichkeit gehabt, während meine Kinder herangewachsen sind, in Teilzeit zu arbeiten, die ich dann auch beliebig mal auf Vollzeit, wenn es nötig war, hochstrecken konnte. Also diese extreme Flexibilität, das war ein Luxus, den ich in der Form wirklich genieße. Also es gab Bücher, die waren extrem erfolgreich. Ob das jetzt als Ghostwriter war oder ob das als Autor war, auch zusammen im Verbund mit Kollegen, mit denen ich gerade in der Anfangszeit haben wir viel zusammengeschrieben, eben zu zweit im Humorbereich. Es freut einen natürlich, wenn Bücher in den Amazon Top 10 auftauchen oder wenn es in der Zeit-Bestsellerliste in der Top 10 auftaucht, das ist schön. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich da auch dran. Also das ist dann nicht mehr unbedingt
das, also die Verkaufszahlen sind nicht das, was einen treibt, weil die Projekte lassen sich auch nicht planen. Also man weiß vorher nie, was ein Erfolg wird. Da muss man sich immer wieder neu drauf einlassen können. Es gibt wahnsinnig viele Projekte, von denen ich geglaubt habe, boah, das ist richtig gut, und wo auch sehr viele Leute, also wo auch die Leute im Verlag gesagt haben, boah, das ist so ein schönes Buch, das liest sich so toll, das macht so viel Spaß, und die Verkaufszahlen geben das dann am Ende des Tages gar nicht her. Und dann gibt es Bücher, die man produziert. Da gab es auch mal eines, das ich unter Pseudonym produziert habe, das sich unglaublich verkauft hat und wo man gar nicht, also was auch ein relativer Schnellschuss gewesen ist, einfach weil das Thema in dem Moment so hochgekocht ist, dass alle eben ein Buch darüber lesen wollten. Und damit rechnet man dann nicht unbedingt. Es freut man sich, ist schön, aber es ist nicht der Antrieb, den ich persönlich als Autor habe.